Viel in der ägyptischen Kultur und Mythologie dreht sich um die Unterwelt Duat. Und der Herrscher jenes Reiches der Toten ist Osiris, der tote Gott und Pharao der Unterwelt. Seine Figur und die Geschichte seines Mordes sind ein zentraler Bestandteil der ägyptischen Mythen. Und in dieser Folge der ägyptischen Mythologie werden wir uns Osiris, den Herrn des Duat und seinen Mythos ansehen. Und damit willkommen zu einem neuen Video zu Mythologie, Literatur und Geschichte und zur ägyptischen Mythologie. Osiris ist einer der wenigen ägyptischen Götter, der fast immer in vollständig menschlicher Form gezeigt wird. Fast immer wird er als ein mumifizierter Pharao dargestellt, mit einer Art Tef-Krone auf dem Kopf und dem Haken und Flegel in den Händen, die eben weil Osiris sie trägt, später im Verlauf der Geschichte Ägyptens zu den Symbolen der Pharaonen wurden. Auffällig ist auch die Farbe von Osiris, denn er wird entweder als schwarz oder häufiger als grün dargestellt. Diese Farbe zeigt zum einen an, dass er eben ein toter Gott ist und zeigt seine Verbindung zum Tod, zur Wiedergeburt und zum Leben. Dazu deutet die grüne Farbe aber auch seine Rolle als Gott der Fruchtbarkeit, der Felder und der Pflanzen und des Zyklus des Todes und der Wiedergeburt der Pflanzen in jedem Jahr an. Sein Blut, sein Speichel und jeder andere Teil seines Körpers soll die Macht der Fruchtbarkeit des Landes in sich tragen, und er wird vor allem mit dem Korn identifiziert. Sehr zentral ist dabei seine Macht der Regeneration und der Wiedergeburt, die auch gerade in den Mythen und im Weltbild der Ägypter eine zentrale Rolle und Funktion hatten. Wann genau die Verehrung dieses Gottes begann, ist unklar. Doch schon während der Zeit der 5. Dynastie, vor dem 24. Jahrhundert vor unserer Zeit, gewann sein Kult an Bedeutung, wobei Osiris zunächst vermutlich vor allem ein Totengott war. Aber auch andere ursprüngliche Funktionen werden hinter Osiris vermutet. Im Alten Reich wurden die Pharaonen, sobald sie starben, mit Osiris identifiziert, als einem toten Gott, was auch auf die Vereinigung der beiden und damit die Regeneration des Toten hinweist. Zugleich aber herrschte auch eine gewisse Angst vor Osiris, als Herrscher der düsteren Unterwelt, und die meisten Pharaonen wünschten sich viel eher, im Tod zu Ra und der Sonne am Himmel aufzusteigen. Sogar einige Sprüche und Zauber gegen Osiris finden sich daher in den Gräbern von Pharaonen der damaligen Zeit. Die besagen, dass Osiris den König nicht holen soll und vom Grab fernbleiben würde. Im Verlauf des Mittleren und Neuen Reiches aber wuchs Osiris Verehrung stark an. Er wurde neben Anubis zum zentralen Totengott und Beschützer der Toten, und viele Sprüche wurden ihm nun gewidmet. Zu dieser Zeit begannen auch Personen unterhalb des Adels, im Tod mit Osiris verbunden zu werden, und schließlich wurde die Reise zu ihm im Duat allgemein. Aber zu dieser Zeit gewann Osiris eben auch noch weitere Rollen und nahm letztlich vor allem drei ein. Zentral blieb natürlich seine Rolle als Gott der Unterwelt und als ein Schutzgott der Toten. Dazu kam aber auch die Funktion als Gott der Fruchtbarkeit, Landwirtschaft und der Vegetation, dem die Fruchtbarkeit der Felder und die segenbringende Nilflut zugeschrieben wird. In einigen Gräbern findet sich sogar eine Nachbildung des Gottes, die mit Gerste gefüllt war, die er wachsen lässt. Und schließlich war Osiris auch noch ein Gott, der zentral mit dem Königsmythos verbunden war. Feste für Osiris wurden fast überall in Ägypten gefeiert, und Tempel finden sich vom Nildelta bis weit den Fluss hinauf, wobei der Tempel von Abydos der wichtigste für Osiris war. Auch diese weite Verbreitung des Kultes zeigt auf, wie universell die Figur von Osiris war und dass er vor allem in der späteren Zeit für jeden eine wichtige Bedeutung hatte, denn jeder musste im Tod vor Osiris treten. In der Mythologie von Ägypten wurde die Abstammung von Osiris bereits in den Pyramidentexten der 5. Dynastie beschrieben. So war Osiris einer der 5 Kinder von Geb und Nut, dem Gott der Erde und der Göttin des Himmels. Osiris war der älteste von ihnen, und seine Geschwister waren Isis, Set, Neptitis und in einigen Versionen Heru-Ur, Horus der Ältere. Die Geburtstage dieser 5 Kinder sind auch die letzten 5 Tage des Kalenders der Ägypter,
die den Unterschied zwischen dem Mond- und dem Sonnenjahr ausgleichen. Seine Schwester Isis wurde dann zu seiner Partnerin und Frau, während Set und Neptitis ein Paar wurden. Oft heißt es nun, dass Osiris bereits mit einer Krone geboren wurde, denn als ältester Sohn von Geb war er dessen Erbe und zukünftiger Herrscher der Welt. Nachdem der Sonnengott Ra als erster Pharao der Welt so nach einiger Zeit und nach so mancher Rebellion gegen ihn seine Herrschaft abgegeben und sich zur Ruhe gesetzt hatte, in der er nur noch als Sonnengott fungierte, wurde nach ihm sein Sohn Shu, der Gott der Luft, und dann nach diesem dessen Sohn Geb, der Herrscher. Die Herrschaft dieser beiden Götter verlief am Ende recht ähnlich, und auch sie gaben nach einiger Zeit den Thron weiter. Und nach Geb war eben Osiris als ältester Sohn des Gottes der Erde dessen Thronfolger. Und Osiris erwies sich als ein würdiger und großer König und war bald als ein mächtiger und guter Herrscher bekannt und weithin beliebt. Seine Feinde fürchteten ihn, denn er war ein großer und mächtiger Krieger und soll beinahe 5 Meter groß gewesen sein. Jede Rebellion konnte er mit Leichtigkeit bezwingen und es herrschte Frieden und Wohlstand. Als Gott der Fruchtbarkeit und der Landwirtschaft brachte er den Menschen bei, wie man das Land bestellt und stellte gute Ernten sicher. Mit Isis, aber auch mit seiner anderen Schwester Neptitis, hatte Osiris während dieser Zeit auch Kinder, zu denen unter anderem der bedeutende und große Totengott Anubis gehört. Vor allem in späteren und griechischen Quellen wird Osiris' Herrschaft ausführlich beschrieben, während ältere und ägyptische Quellen eigentlich nur recht wenig dazu sagen. Griechische Autoren machten aus Osiris einen großen Kulturhelden, der auch mit einem großen Heer viele Teile der Welt eroberte und besuchte und den Menschen dort ebenfalls Dinge wie Landwirtschaft beibrachte. Und weil Osiris auch Musik und Unterhaltung liebte und stets den Segen der Fruchtbarkeit mit sich brachte, musste er die meisten Länder auch nicht gewaltsam erobern, sondern wurde dort gerne willkommen geheißen. Aber auch die gute Herrschaft von Osiris war am Ende nicht von Dauer und sollte ein blutiges Ende finden. Denn er war nicht bei allen so beliebt. Sein düsterer Bruder Set war neidisch auf ihn und wollte den Thron für sich. Und so plante Set bald, seinen Bruder zu ermorden und die Herrschaft zu rauben. Manche Versionen weisen bei Sets Motiv auch auf andere Ideen hin, wie zum Beispiel Rache für eine nicht näher bestimmte Tat von Osiris gegen Set oder Eifersucht wegen der Liebe zwischen Osiris und Isis oder auch der Liebe zwischen Osiris und Sets Frau Neptitis. Auch hier sind dann die eigentlichen ägyptischen Quellen recht zurückhaltend und beschreiben weder den Plan noch den eigentlichen Mord deutlich. Es wird meistens nur sehr indirekt darauf hingewiesen, indem beschrieben wird, dass Osiris auf die Seite fiel, im Nil ertrank oder niedergetrampelt wurde, während Set als Angreifer genannt wird oder zum Teil auch sich in ein Tier verwandelt, um Osiris niederzutrampeln. Manchmal wird sogar einfach nur Osiris' Herrschaft beschrieben und dann gesagt, dass er nun auf einmal tot sei und sein Angreifer Set den Thron nun besetzt. Vermutlich wurde der eigentliche Mord in ägyptischen Quellen deshalb verschwiegen, weil für die alten Ägypter die Ermordung eines Pharaos und noch dazu eines Gottes eine besonders schreckliche Tat war, die man weder darstellen noch im Detail beschreiben sollte. Im Detail überliefert ist uns der Mord von Osiris damit auch wiederum nur durch griechische Quellen, die weniger ein Problem damit hatten, über diese Tat zu berichten. Die bekannteste Version von Osiris' Mord stammt so von dem griechischen Autor Plutarch. Bei diesem heißt es, dass es im 28. Jahr von Osiris' Herrschaft war, dass Set und seine Anhänger sich gegen ihn verschworen. Mit 72 Mitverschwörern wurde so ein Plan ersonnen. Sie bauten eine reich verzierte Kiste, die genau auf Osiris' Maße passte. Und als der göttliche Pharao ein Fest feierte, brachten sie die Kiste dorthin. Alle Gäste staunten nun über diese reich verzierte und wunderschöne Truhe, und Set meinte, dass sie demjenigen gehören sollte, der am besten hineinpasst. Die Verschwörer und auch die Gäste probierten es aus, aber keiner passte so richtig, bis sich schließlich Osiris selbst hineinlegen wollte. Er passte natürlich perfekt hinein, und zugleich kamen Set und seine Anhänger
und nagelten die Kiste zu. Alle Öffnungen versiegelten sie mit geschmolzenem Blei und warfen die Truhe dann in den Nil, der die Kiste dann davontrug. In ihr musste Osiris ersticken oder ertrinken. Isis hörte bald von dieser Tat und in Trauer und Schock folgte sie im Verlauf des Nils und fand heraus, dass Osiris' Truhe auf der Insel Byblos gelandet war. Von dort brachte sie Osiris zurück, aber das bekam wiederum Set mit und griff erneut an. Um den Tod von Osiris zu besiegeln und um sicherzustellen, dass Isis mit ihrer Magie ihn nicht wieder zum Leben erwecken kann, ergriff er dessen Körper und riss ihn in Stücke. Bei Plutarch in 14, aber es gibt auch Versionen mit bis zu 42 Teilen, in die Osiris zerfetzt wurde, die dann alle über Ägypten verstreut wurden. So hoffte Set, seinen Bruder ein für alle Mal erledigt zu haben. Dieser Aspekt des Mythos etablierte sich auch schon im Verlauf des Neuen Reiches, wurde aber eben erst in der ptolemäischen und römischen Zeit besonders hervorgehoben. Diese Zerstörung des Körpers würde nun den zweiten und wahrhaftigen Tod von Osiris bedeuten. Und so musste sich Isis schnell aufmachen, alle Stücke wiederzufinden und seinen Körper wiederherzustellen. Bei der Suche hatte Isis auch Hilfe und es war Neptitis, ihre Schwester und die Frau von Set, die sich mit ihr in einen Vogel verwandelte, um über das Land zu fliegen und alle Teile zu finden. Und an jenen Orten, wo sie einen Teil von Osiris entdeckten, sollten später Tempel von Osiris entstehen, die als seine Grabstätten gelten. Mit diesem Teil des Mythos wurde unter anderem erklärt, warum es so viele Tempel in Ägypten gab, die behaupteten, eine Grabstätte von Osiris zu sein. Isis fügte dann, nachdem sie alles gefunden hatten, alle Teile wieder zusammen. Nur ein Stück konnte sie nicht finden. Osiris' Phallus war in den Nil gefallen und von einem Fisch gefressen worden und damit unwiederbringlich verloren. Damit fehlte ein wichtiges Stück und Isis erschuf kurzerhand einen künstlichen Phallus und fügte diesen an. Dass damit dieser schwere Verlust für den Toten auch wirklich ausgeglichen war, zeigte Isis ebenso. Mit ihrer Kraft erweckte sie Osiris kurzzeitig zum Leben und bestieg dessen Leichnam und zeugte mit dem eigentlich schon Toten und dem künstlichen Phallus einen Sohn. Horus, der große Erbe von Osiris, war gezeugt. Dass Isis den Körper von Osiris bewahren musste, ist auch wieder ein Aspekt, der sich schon in frühesten ägyptischen Quellen findet. Eine einfache Aufgabe war dies aber nicht. Osiris' Leichnam musste ständig gegen Set verteidigt werden, der immer wieder versuchte, diesen zu stehlen oder ihn endgültig zu vernichten. Hier wurde Isis dann vor allem von Thoth unterstützt, der ihm mit Rat und Magie zur Seite stand, und von Anubis, der als mächtiger Sohn von Osiris seinen toten Vater bewachte. In einigen späteren Versionen des Mythos, wie bei Diodor, fertigte Isis auch noch Fälschungen des Körpers an und des Grabes von Osiris, um Set in die Irre zu führen und zu verwirren. Anubis tat dann aber noch mehr. Er führte an Osiris die erste Mumifizierung durch, um damit den Verfall seines Körpers aufzuhalten und ihn zu bewahren. Eine Arbeit, die für Anubis schrecklich und nicht gerade einfach war, denn das Antlitz seines toten Vaters erschütterte ihn zutiefst. Vor allem aber auch in älteren Versionen ist es besonders die Magie von Isis, die den Verfall des Toten verhindert. Dennoch aber, die Mumifizierung von Osiris durch Anubis war die mythische Vorlage der gesamten Tradition der Mumifizierung bei den Ägyptern. Und praktisch an jeder Mumie wurde dieses mythische Handlungsspiel erneut vollzogen. Und am Ende gelang es Isis und ihren Helfern so, Osiris zu retten. Tot war er zwar nach wie vor, aber sein Grab und seine Mumie waren sicher. Und er konnte so in die Unterwelt einziehen und dort wurde er von Ra zum Herrscher über die Toten erhoben. Der Sonnengott befahl so nun ein Begräbnis für Osiris abzuhalten, womit auch diese Riten etabliert wurden und damit nahm Osiris seinen Platz in der Unterwelt ein. Dort lebte er als Herr der Toten fort, war aber auch an das Reich der Toten gebunden, während Isis und sein Sohn Horus sich daran machten, seinen Mord zu rächen und den Thron von Set zurückzuholen.
Als Herrscher des Totenreiches, der aber gerade die Macht des Lebens und der Regeneration in sich trug, war Osiris dann von zentraler Bedeutung für die Ordnung der Welt, den Kosmos und das Nachleben der Ägypter. So spielt er auch eine wichtige Rolle im Mythos der Reise der Sonne durch die Unterwelt. So heißt es in den Mythen rund um den Sonnengott Ra, dass dieser als Gott der Sonne jeden Abend in die Unterwelt absteigt, wenn die Sonne untergeht. Er und die Sonne sind am Abend alt und schwach und sterben damit effektiv. Und tot und alt wie sie sind, müssen sie Osiris erreichen. Diese Reise durch die Unterwelt ist alles andere als ungefährlich. Und das Reich von Osiris, das Duat, ist ein tödlicher Ort mit vielen Gefahren. Und viele Götter, selbst Isis und Set, müssen Ra auf diesem Weg durch das Duat beschützen. Schließlich aber erreicht dann Ra jede Nacht die Halle der zwei Wahrheiten. Osiris sitzt in der Unterwelt. Und am Höhepunkt einer jeden Nacht vereinen sich Ra und Osiris und verschmelzen kurzzeitig zu einer Gottheit. Durch das Zusammentreffen des Ba der beiden, der Persönlichkeiten oder des Wesens von Osiris und Ra, erlangt der alte Ra die Regenerationskraft von Osiris, die seine Kraft wiederherstellt und es erlauben, dass die Sonne jede Nacht regeneriert und wiedergeboren wird. Ohne Osiris Macht des Lebens und der Regeneration wäre das Bestehen der Sonne und die Rückkehr von Ra aus der Unterwelt jede Nacht nicht möglich. Es braucht so sowohl den Herrscher des Himmels wie auch den Herrscher der düsteren Unterwelt, um das Licht der Welt herzustellen. Ähnlich wichtig war Osiris aber letztlich auch für jeden einzelnen Menschen, denn im Tod müssen alle zu ihm kommen. Als Herr der Unterwelt nimmt Osiris wenig überraschend auch eine zentrale Rolle im Totenglauben der Ägypter und dem berühmten Buch der Toten ein. Um das Nachleben zu erreichen, muss jeder Tote, ebenso wie der Sonnengott Ra, durch die Unterwelt gelangen und die Halle von Osiris erreichen. Dort spielt sich dann eine der berühmtesten Szenen der ägyptischen Mythologie überhaupt ab. Osiris Urteil über die Toten, bei dem das Herz des Toten auf der Waage gegen die Feder der Maat gewogen wird. Mit Anubis, der über die Waage wacht, und Thoth, der das Urteil aufschreibt. Wenn das Herz schwer ist, urteilt Osiris schlecht über den Toten und der Tote wird vom Ungeheuer Amit gefressen und wird damit für immer vernichtet. Das schlimmste Schicksal, das sich die Ägypter vorstellen konnten. Erweist sich der Tote aber als gut, als ehrlich und als ein wahrer Anhänger von Osiris, dann ist das Herz leicht und das Urteil von Osiris gut über den Toten. Er lässt den Toten dann seine Macht zuteil werden und das Urteil wird von Thoth festgehalten und der Tote wird durch Osiris Macht regeneriert. Er erhält damit neue Lebenskraft, wodurch der Tote zum Ark wird, zu einem erfolgreichen oder auch aufgestiegenen Toten. Als solcher kann er dann im Leben nach dem Tod fortbestehen und sogar in die Reihen der Götter eintreten und mit diesen weiterleben, wenn er es will. Das Buch der Toten und ähnliche Anleitungen für die Reise durch die Unterwelt haben damit am Ende das zentrale Ziel, den Toten vor Osiris zu führen und ein gutes Urteil des Totengottes zu erreichen. Und während dies in der frühen ägyptischen Zeit eher den Pharaonen vorbehalten war, wurden Totenbücher mit der Zeit weit verbreitet und jeder Mensch sah sich im Tod einer Reise durch das Duat und zu Osiris bevor. Der Herr der Unterwelt richtete über alle. Und damit verabschiede ich aus diesem Video zur ägyptischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu dem Video und eure Vorschläge für das Thema weiterer Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage, vielen Dank an meine Patrons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube und bis nächstes Mal zu einem weiteren Video zu Mythologie, Geschichte und Literatur.